was auch immer sie jetzt war. Jedenfalls war halt die Sache, den Versuch, den Propheten zu ändern. Das könnte wieder so eine Entscheidung sein, die man treffen muss. Die Frage ist jetzt nur, was ist da am sinnvollsten? Darüber mache ich mir später Gedanken. Bevor ich da jetzt... Ne, ich gehe da jetzt rein. Ich betrete das Comstock-Haus und mache dann da drin erstmal eine Aufnahmepause. Oh. Ich schulde dem Mädchen was. Und wenn das bedeutet, dass ich sie bezahle statt den Mann in New York, dann soll es so sein. Alles klar. An dieser Stelle mache ich eine kurze Aufnahmepause. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao. So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bioshock Infinite. Wir sind jetzt hier in Comstock House, oder zumindest bei der Brücke zum Comstock House. Und heilige Scheiße, was geht hier ab? Ganz schön kranker Scheiß. Der hat bestimmt noch irgendwas in petto. Also ich glaube... Ja, sowas zum Beispiel. Und tilgen Sie die Schuld. Mhm. Bringen Sie uns das Mädchen und tilgen Sie die Schuld. What the fuck? Jetzt ist er hier wieder in seiner Traumwelt, sag ich mal. Tür öffnen. Die Tür kann ich jetzt öffnen. Okay. Ha. Ja, das Gebäude scheint nicht mehr lange zu halten. Ah, oder der Vogel hilft einfach ein bisschen nach. Daran kann es natürlich auch liegen. Hat sie sich doch noch umentschieden. Anfangs sagte sie ja, dass wir nicht zulassen sollen, dass sie wieder zurückgebracht wird. Und jetzt hat sie sich quasi geopfert. Und bam! Alter, hier ist ganz schön die Kacke am Dampfen. Okay, what the fuck? Ganz schön frisch hier. Es ist Juli. Aha. Elizabeth, kannst du mich hören? Ach ja, den Raketenwerfer haben wir genau. Okay, der Riss ist weg irgendwie wieder. Und überall stehen hier diese Kerzen rum, ne? Ein Wunder, dass die bei dem Sturm anbleiben. Okay. Ist das jetzt auch wieder so eine Parallelrealität oder sowas? Oder... Ist das... Was zum Teufel? Manche träumen von Liebe. Mein Vater träumte von einer Flut aus Feuer. Okay. Man schenkte uns Eden. Wir machten ein Sodom daraus. Warum sollten wir gerettet werden?
Der Herr gab Noah einen Fisch in Form einer Flut. Mir machte er es nicht so leicht. Er sprach: Prophetin, bilde mir eine Nation von Fischern aus. Okay, what the fuck? Irgendwie verwirrend gerade. Ich lasse einfach mal die Story auf mich zukommen und schau mal, was dabei rauskommt. Die werden sich schon was dabei gedacht haben, was? Was geht ab, Freak? Okay, kranker Scheiß. Wessen Blick? Alter, da geht hier schon ganz schön kranker Stuff ab. Wow! Alter, wie viele! Ach, Ruhe, schön. Okay. Trotzdem irgendwie eigenartig. Was war das jetzt wieder für ein Viech? Pistole? Ich hab kaum noch. Egal, ich habe noch 6 Schuss Raketenwerfer, das packe ich jetzt nicht Verdammt, weg oder so. Ich muss irgendwie da rein. Knopf drücken? Okay. Hören Sie. Ich will nur zu dem Mädchen. Wer waren diese? Spielt keine Rolle. Ich muss ins Büro des Direktors. Aha. Ist das hier? Bitte, wo sind wir hier? Bitte, bringen Sie mich wieder in den Hinterhof. Dazu ist es jetzt zu spät. Dein Vater hat dir ein schönes Zuhause geschenkt. Und du hast es zerstört. Er ist nicht mein Vater. Okay, hören wir uns das hier nochmal an. Ich nehme an, der Siphon ist eine Art Leine. Ja, mein Vater hat sie mir angelegt. Aber als die Zeit kam, habe ich sie nicht einmal selbst abgenommen. Was, wenn ich die Leine abnehme und dann herausfände, dass ich so gefügig bin wie eh und je? Mir ist gerade aufgefallen, ich glaube, ich habe den Vogel einmal irgendwie wie mein Vater falsch genannt. Ich alles sehen, was sein würde, sein könnte und nicht sein darf. Ich glaube, den Siphon, das ist doch dieser Vogel, oder? Oh Gott, ich komme da ein bisschen durcheinander, muss ich sagen. So. Was haben wir hier denn? Mehr Geld. Juhu. Geld ist immer gut. Alter, voll viele Leichen. Noch ein Voxo-Dings hier von Elizabeth. Unser Geist wird geboren. Verpestet von Sünden. Manche sind so schlimm, dass sie niemals Vergebung finden. Der Geist muss mit der Wurzel ausgerissen werden. Meine Kinder sind ohne Fehl, ohne Tadel und haben keine Wahl. Denn welchen Wert hat der Wille, wenn der Geist mangelhaft ist? Okay, ich bin maximum verwirrt. Ich bin Dr. Pennyfuck, Elizabeth. Und ich werde mich um dich kümmern. Gehen Sie weg von mir. Immer noch trotzig nach all der Zeit. Der Wind hat dich einfach hier zurückgelassen. Du musst ihn vergessen, Liebes. Er wird kommen. Wie lange war ich weg oder so? Kann das sein, dass ich ein bisschen länger hier...
Na los, mach, komm. Verpiss dich. Das Testsubjekt muss vernichtet werden. Wir konnten sie nicht im Turm festhalten. Und der Prophet hat jetzt... Das soll verrichten? Seine Erden? Wenn wir die Prozedur ändern, könnten wir sie... Es wäre sicherer für uns alle. Es würde wie ein Unfall wirken. Okay, ich bin mir noch nicht ganz sicher, was jetzt die Tore genau sind. Ob das jetzt irgendwie so raumzeitmäßig irgendwie was ist. Dann könnte das nämlich sein, dass das sowohl Zukunft, Vergangenheit, Gegenwart und alles Mögliche zeigen kann. Oh Mann. So, schön Munition sparen hier, ne? Du isst ja gar nichts, Liebes. Hast du irgendetwas? Ich hab keinen Hunger. Früher oder später musst du was essen. Wenn du auf der Witt wartest, verhungerst du. Na komm. Komm her. Bam! So. Bring dich um. Was hatte der bei sich? Oh, schön. Schön. Wo sind die Kackvögel? Da ist einer. Zwei sogar gleich. Und tschüss. So, drei Schuss noch. Vier Schuss. Versuchen wir mal den Karabiner hier. Oder Karabiner? Hm? Revolver. Ja, ich nehme mal wieder den Revolver. Und was erhielt der Herr als Gegenleistung für sein Geschenk? Eva und ihren Apfel? Sodom und Gomorra? Die Menschheit bezahlte mit falschen Wechseln. Und nur die Flut konnte die Schuld tilgen. Denn was steht es da? Es ist ein Prophet. Selbst wenn wir sie heilen, warum sollte sie tun, was sie sagen? Meine Tochter hat zwei Krankheiten, Doktor. Die eine wird ihre Wissenschaft heilen. Die andere ist spiritueller Natur. Was für eine Krankheit ist es? Hoffnung. Würde ich nicht unbedingt als Krankheit bezeichnen, Hoffnung. Na, was haben wir denn hier? Ist das auch noch was Unbekanntes? Kolibris. Das hatte ich doch irgendwie in der ersten Folge gleich bemerkt oder so, oder erwähnt. Zumindest. Morgen ist ja deine Operation. Also ist was. Du hoffst immer noch, dass du mitkommst und dich rettet, was? Es sind jetzt 6 Monate. 6 Monate? Okay, also irgendwie war ich entweder länger weg als gedacht oder irgendwas anderes geht hier ab. Oh Gott. Ja, muss ich sehen, wie es jetzt hier quasi zu Ende geht oder weitergeht. Das kann ich jetzt ja so nicht sagen. Na los, kommt her. Bam!